Im Herbst 2018 sind an der Phosphos Regensburg leider zwei unserer Bienenvölker an einer Vergiftung verstorben. Doch nicht nur bei uns sterben die Bienen. Weltweit geht die Population der Bienen drastisch zurück. Wir möchten daran etwas ändern. Wir sind die Bienen AG der Phosphos Regensburg, welche seit 2 Jahren besteht und Bienenvölker auf unserem Schuldach betreut. Im Laufe dieses Schuljahres werden wir unter anderem Pollenanalysen durchführen. In der direkten Umgebung der Schule finden die Bienen angelegte Blühstreifen sowie eine Wildblumenwiese. Trotz der optimalen Lebensbedingungen an unserer Schule konnten die Bienen den Winter nicht überleben. Wir haben die Hoffnung, mithilfe fortschrittlicher Technik die Entwicklung der Bienen besser überwachen zu können und Probleme im Bienenstock frühzeitig zu erkennen. Seit Jahrzehnten zerstört der Mensch im Namen des technischen Fortschrittes und der Industrialisierung die Natur. Es wird Zeit, die Technik für den Schutz der Umwelt einzusetzen.